Wobei ich, glaube ich, mittlerweile auch so viel Spielzeit gehabt hätte, dass das Haus auch innerhalb der Spielzeit fertig geworden wäre. Oder? Ah, ich weiß nicht. Bin immer so schlecht beim Schätzen und mit Zeiten. So. Ich möchte jetzt irgendwo mit meiner neuen Spitzhacke was ernten. Das sind halt Kupfererzvorkommen. Ich glaube nicht, dass ich hier Eisenerz rauskriege. Ich habe aber auch noch nicht so eine Steinbrocken mit was Silbernen drauf gesehen. Deswegen weiß ich überhaupt nicht, wo ich anfangen könnte zu suchen. Da gibt es immer nur Steine und Feuersteine draus. Ach, guck mal, Gina ist gerade in der Nähe. Sollten wir die Quest noch mal eben vielleicht weitermachen? Guck mal, wenn Hegla da ist, ist Gina auch meist nicht weit. Gehen die denn alle hin? Ist hier eine Versammlung oder so? Hallo, ich muss auch mal kurz mit dir reden. Schön, dass du vorbeigekommen bist. Ich habe mich schon gefragt, wie es dir geht. Ich habe die Ruinen besucht. Das hast du? Und was sagst du? Wie können wir sicher sein, dass das stimmt? Strömung ist gefährlicher, als ich dachte. Ist es nicht etwas extrem, jegliche Verwendung der Strömung zu verbieten? So einen Fehler würde ich niemals machen. Gehen mal auf Wasser. Wie können wir sicher sein, dass das stimmt? Genau, es gibt so viele widersprüchliche Berichte über den Untergang der Menschheit, dass jeder Gelehrte eine andere Theorie vertritt. Oh, ich meine, ich wollte mich. Auch wenn wir die Wahrheit nicht kennen, hat der Orden in der Hauptstadt beschlossen, sie zum Schutze aller zu verbieten. Wer nicht Mitglied des Ordens ist, darf nicht mal ein Auge darauf werfen. Glaub mir, ich habe zwischen etwa 50 Anfragen gestellt. Der Orden? Naja, der offizielle Name lautet Vereinigter Orden der Republik Palia. Aber das ist ganz schön lang, deshalb wird er von allen nur der Orden genannt. Es ist seine Aufgabe, die Verwendung der Strömung in Palia zu regulieren. Und wenn man gegen ihre Regeln verstößt, ist es auch ihre Aufgabe, das zu untersuchen und entsprechend zu bestrafen. Okay, also Strömung ist das Flow und das Flow ist das, was die Menschheit damals zerstört hat und was jetzt verboten ist. Und aus irgendwelchen Gründen untersuchen wir das aber. Der Orden klingt streng. Er kann etwas einschüchternd sein. Ich hatte noch nicht allzu oft mit ihm zu tun. Normalerweise fülle ich nur mal ein Formular aus und bekomme einen Brief zurück, in dem mir mitgeteilt wird, dass meine Anträge abgelehnt wurden. Also, streng ist nicht falsch. Wie dem auch sei, du hast die Erwartung an dich, mehr über die Vergangenheit zu erfahren, mehr als erfüllt. Ich werde Esche davon in Kenntnis setzen. So. Da ist noch jemand mit einer Flagge. Ach, Hassian. Was hat denn der Hassian? Get on with it. Da bist du ja. Gut, bringen wir es schnell hinter uns. Ich wollte nach der Gegenwart fragen. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Das ist das Dies, auf das ich mich bezogen habe. Geh und pflanze 5 Bäume auf deinem Grundstück. Keine Obstbäume, sondern Wildbäume. Die Samen müssen sie selbst besorgen. Wenn du keinen findest, denk daran, dass die Natur in Zyklen verläuft. Wenn ein Baum gefällt wird, muss ein neuer geboren werden. Was hat das mit der Gegenwart zu tun? Wenn ich dir alles erklären würde, wäre es kein Test. Erledige das und komm zurück, dann reden wir. Okay, ich habe schon ein paar Baumsamen, aber 5 nicht. Wenn sie etwas mit Sernuggewein machen wollen, ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass meine Mutter einen Geweihkronleuchter macht. Ist das, er müsste jetzt ein Sernuggeweih haben? Habe ich das richtig verstanden? Und hier Ashura, der hat auch immer spannende Sachen. Hast du einen schönen Tag? Der hat hier auch immer. Oh, das geht auch alles noch nicht. Pläne. Plan Kernholzbrett. 500. Haben wir nicht.
Was wünscht er sich? Wenn ich zum Angeln rausgehe, hoffe ich immer darauf. Eine Regenbogenforelle! Habe ich leider auch nicht. So, was wünscht sich denn Kenley? Time for a break. Er möchte erstmal ein Gläschen. Esche sagte, dass die Flüsse verschmutzt sind, seit die Menschen in unser Dorf gezogen sind. Vielleicht könntest du ein Wagenrad oder so an Land ziehen, um deinen guten Willen zu zeigen. Das heißt, ich soll jetzt Abfall angeln und darüber würde er sich freuen. Oh, die haben aber auch alle Wünsche. Ich weiß gar nicht, wie ich das erfüllen soll. Shane, hast du einen Wunsch, den ich dir erfüllen kann? Um einen starken Heiltrank zu brauen, braucht man zuerst Knoblauch. Wenn du etwas davon findest, dann sag auf jeden Fall Bescheid. Zu Hause in meiner Tasche. Okay, aber Knoblauch habe ich. Das weiß ich. Vielleicht finden wir auch draußen noch was. Auf der Wiese. Das wächst hier doch eigentlich überall mal rum. Der jude alte Knoblauch. Vielleicht haben wir ja Glück. Und hier ist gleich so eine kleine Knolle. Da glitzert ein Käfer. Würde ich nach Hause gehen, hätte ich wahrscheinlich schon längst eine da. Da hat sich schon wieder was eingebuddelt. Da. Da ist Knoblauch. Bäm. Perfekt. Bringen wir sofort zu ihm. Ich hoffe, eine Zehe reicht ihm. Sie war eine Knolle. Eine Knolle. Eine Knolle Knoblauch für den Shane. Man weiß, was gut ist. Wir müssen den jetzt nur wiederfinden. Wir markieren uns den gleich nochmal. Das war die Esche. Warum stehen die da alle so? Dicht an dicht. Da kriegt man den gar nicht. Ja, wir laufen einfach hin. Er wird nicht so schnell weg sein, oder? Er macht hier nicht so zack, Teleportation und weg bin ich. Oh. Ich war im Zeh an den Brettern hängen geblieben. Da ist er noch. Der Mann ist Verlass. So, Shane, ich habe Knoblauch für dich. Ja, ich spreche mit dir. Oh, das ist sogar guter Knoblauch. Ich fühle mich geehrt von ihrer Großzügigkeit. So, jetzt haben wir zwei Wünsche erfüllt. Wer war das noch mit dem Stein? Hassian, nee. Eloisa... Hassian war das nicht. Das war... Der ist hier nicht. Wir gehen da doch nochmal gucken. Der in dem Gebäude rumoxidiert. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber was wünscht sie sich denn? Welcome back. Sagt sie mir nicht. Stay safe out there. Sagt sie mir nicht. Siki, was wünschst du dir? Time's money. Okay, verrät sie mir auch nicht. That's enough dilly-dallying for me. Kann ich nicht mehrere fragen? Ist das das Problem? Er wollte die Regenbogenforelle. Oh nein, das wäre ja richtig katastrophal. Wo wohnt der Blacksmith? Tisch. Tisch will doch schon auch irgendwelche coolen Sachen haben. Aber ich kann sie nicht fragen. Doch, wie geht das? Wenn du zum Holzfällen gehst, könntest du mir dann ein paar Bretter aus Splintholz mitbringen? Ja. Das schaffen wir locker. Splintholz ist kein Problem. Du wolltest irgendwas Komisches, ne? Genau, eine Koralle. Du wolltest die Koralle. Okay, dann holen wir jetzt auch nochmal Splintholz. Splintholz, Tomaten,
Ziegel zu diesem anderen Typen. Wo ich nicht weiß, wo er ist. Hatschi, Entschuldigung. Ei, der Witzka. Ui. Hat's in der Nase gekribbelt. Okay, wir gehen zum Grundstück. Geht nicht. Erst in 8 Minuten. Aha. Skandal. Da ist die Blume. Nein. Es ist einfach... einfach so. Hat's hier kribbelt. Danke. Ah, das kribbelt doch immer noch. Weiß nicht, ob ich schon durch bin mit dem Thema. Haltet euch schon mal gut fest. Kenyatta, was kann ich dir denn Gutes tun? Falls du sehr Nuckgeweihe hast, ich bräuchte welche. Schon die zweite. Okay. Sehr Nuckgeweihe scheinen gut anzukommen hier. Es geht nichts über den Geruch von Büchern. Leider riechen Bibliotheken kaum nach Büchern. Sie riechen nach Staub und Schmutz und Leuten. Wenn du mir etwas smaragdgrünes Teppichmoos bringen könntest. Ach du Heiliges. Aber gut, das habe ich auch zu Hause. Ich könnte also, glaube ich, 5 Wünsche definitiv erfüllen. Ich muss nur halt nach Hause latschen. Und das ganze Material holen. Ach Mensch. Es kommt davon, wenn man immer alles in die Kisten schmeißt. So, ich muss mal gerade kurz eine Nachricht auf meinem Handy lesen. Die Hausfriseuse hat sich nämlich gemeldet. So, jetzt geht's weiter. Jetzt bin ich wieder voll bei euch. Haben wir einfach nicht, ne? Haben wir einfach nicht da. Ich weiß auch nicht, ob ich alles hier verbrutzeln will. Aber... so, also, wir haben gehört, dass wir Bäume pflanzen müssen auf unserem Grundstück. 3 Stück geht schon mal, 5 brauchen wir, also müssen wir nochmal auf die Suche nach Baumsamen gehen. Dann wünscht sich jemand, und zwar die Frau in der Bibliothek, das Teppichmoos. Dann... hatten wir 2 Leute, die sehr Nuckgeweihe brauchten. Einmal nämlich Kenyatta und Wrath. Dann vermute ich, dass wir die Steinziegel loswerden müssen, anstatt die normalen Steine. Und Splintholzbretter für Tisch. Damit müssten wir eigentlich... die wöchentlichen Gegenstandswünsche erfüllen. Aber was hat es dann mit erfülle 5 Spielerwünsche auf sich? Bin ich ein bisschen überfragt tatsächlich noch. So, unsere Samen sind immer noch nicht fertig. Ist alles gut? Braucht ihr was, liebe Pflanzen? Nö, scheint alle... alle glücklich zu sein. Ich latsche noch mal ein bisschen auf euch drauf. Die echten Spieler, die können sich auch was wünschen. Hm. Aber wie erfülle ich denn die Wünsche?